Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Good Wir roll. wollen jetzt Alright. eine der neuen Aufgaben im 3.6-Patch machen. Und zwar diese komischen Tore. Finde ich das jetzt nochmal wieder? Ich glaube, das habe ich schon angeklickt. Ist das dann ganz unten? Beziehungsweise diese komischen Bäume, die sich diese Wesen verwandeln. Wie heißt denn das jetzt? Da. Frawashi-Baum. Da hatten wir ja, während wir die Story durchgespielt haben, also die World Quest von dem Gebiet, schon drei gefunden und hatten da drei Quests halt bekommen, da was zu machen. Und davon suchen wir jetzt mehr, damit wir halt die ganzen Quests haben. Paar habe ich, also ne, drei hatte ich so, drei habe ich jetzt nochmal. Wenn das hier richtig war. Irgendwo. Ja. Brauchen wir natürlich unseren neuen Kumpel hier. Kommen wir so weit hoch? Der nächste sollte da oben drauf sein. Wenn wir Glück haben, kommen wir so weit hoch. Dahin. Schade. Ganz, ganz wenig hat gefehlt. Genau, damit müsste ich jetzt eine Quest mehr haben. Wir gucken mal, was die dann wollen, was man machen muss. Suche nach dem in Umgebung verstreuten Fragmenten der verbleibenden Pari. Das sein. Okay, einfach irgendwelche Fragmente suchen. Braucht man dich dazu? Machst du irgendwas? Also dreimal Pflanzen, die noch mit aufleuchten. Ich weiß nicht, ob das zählt. Also er macht damit auf jeden Fall nichts. Ich kann das, kann auch nichts anklicken. Na, warum? Moment, geht das so wie... Ich habe hier das eine. Nehme ich mal an, dass das... Okay. Okay, ja, es schwebt einfach nur alles so umher.
Ich habe hier zu kompliziert gedacht, ich hab, man müsste das irgendwo rausholen oder irgendwie so. Höher? Ja. Okay, und als Belohnung eine Truhe dafür. Sehr nice. Easy money. Okay, das heißt, das werden wir dann bei den anderen auch so machen müssen. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwie was großartig dann ändern. Wir können dich hochsetzen, oder? Yes. Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, versuchen wir davon alle zu finden. Ich schau mal, ob da auf der interaktiven Map schon was drauf ist. Ich meine, 6 Stück habe ich. Dann wird der Rest hoffentlich nicht so schwer davon zu finden sein. Und die Leute haben das vielleicht dann schon eingetragen. Zumindest wo die Tore sind. Moment. Da soll ich einfach nur hier fliegen? Oh, das ist eine Follow-Quest. Okay. Mit dem fliegen wir einfach nur so ein bisschen umher. Yay. Wo willst du denn hin? Ja, das Spiel, das interessiert mich jetzt nicht, was du willst. Kannst mir nicht sagen, ich sollte hier hinterher fliegen und bei meinem Charakter bleiben. Das geht ja so nicht. Okay, es sind also verschiedene Aufgaben, die man bekommt. Jetzt wieder zurück wahrscheinlich, ne? Ja. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Okay, lasst mich kurz mal gucken. Map.
Da. Ja, hier sind ein paar eingetragen. Okay. Gucken wir dann, wenn ich die durch habe. Genau, hier hinten bei dem Ollen. Take it easy. Ist halt gut, die hat man schon so ein bisschen im Vorbeigehen halt, wenn du die Weg lang gegangen bist, hast du das halt schon gesehen auf der Map, da konnte ich das gut markieren. Und weil ich natürlich nach den Dendroculus gesucht habe, habe ich die anderen beiden halt, wo wir gerade waren, oben auf der Bergspitze gesehen. Irgendwas anzugreifen. Was angreifen? Everybody stand back! Busted! Cha! Ha! Show them! Angreifen verboten. Right here! Come on out! A sight to behold! Cha! Time for... Retribution! Der kommt nicht mehr wieder. Okay. Das ist auch sehr nice, dass sie halt so dann immer so ein Stück alles grüner machen. I suppose this will do. Der nächste ist einfach nur so ein Stück weiter runter. Ich weiß gar nicht, irgendwas war im Berg. Ich weiß ja nicht, welcher davon. Irgendeiner von den Markierungen. Hier vorne. Entweder der oder der andere. Hä? Achso. Die Kiste hat ein Geräusch gemacht. Dann war das der andere, der im Berg ist. Ja, der andere. Der hier, glaube ich, müsste im Berg sein, der links oben. Oder... ja. Fragmente wieder suchen, okay. Gehoben. Die sollten nicht allzu weit gekommen sein, hat er gesagt, oder? Moment. Okay. Deswegen waren hier die... ja, nicht allzu weit. Ist hier oben beim Dendroculus irgendeins? Es muss ja so weit sein, dass man da nicht zurückgesetzt wird. Unten weiter. Ja, es ist unten. Natürlich so, dass ich es
eben nicht wahrgenommen habe, dass da noch unter der Klippe ist. Okay. Nächste Kiste. I suppose this will do. So, jetzt müssen wir gucken. Das ist ja... Das. Genau, irgendeins war unten drunter. Wie komme ich da jetzt nochmal hin? Konnte man da von da darunter oder muss man von hier unten nach da? Gehen erstmal dahin. Gucken, ob ich das finde. Ja. Ja, okay, ja. Das war das, was wir während der Storyline, das wäre dann vorbeigekommen. Okay. Ich will immer wieder damit zurückfliegen, um zum Charakter zu kommen, aber ich brauche nur die Taste drücken. Mal gucken. Ui. Ich habe eben Angst gehabt, er weckt den auf und wir müssen den noch totschlagen. I suppose this will do. Aber anscheinend nicht. Dann der... Nochmal. Oh Gott, in welche Richtung ging es dann jetzt runter? Da, ne? Hier. Ne, Moment. Ging es hier weiter? Wenn ich mir das merken kann. Genau, kannst du das wegmachen einfach so? Nee, du brauchst auch irgendwas bestimmt, ne? Wie waren wir denn da hingekommen? Von da? Moment, hab ich... Hä? Bin gerade ein bisschen blöd. Dran. Das war das. Okay, ja. Wo es mich einfach komplett weggeleckt hat. Weil ich ein Video, weil ich das Video hochgeladen hatte, wo ich dreimal nicht durchkam. Nee, viermal nicht durchkam. Aber wenn wir kämpfen müssen... Zack. Zack. 3, 2, 1. Fight. Emerge, right now. Here comes the catch.
Gotcha. Teamwork is dreamwork. Ich hasse die Dot. Das ist so nervig. Sämtliche Teammitglieder immer Leben verlieren anstatt nur eins. Sehr schön. Treasure. One way to draw your target. So, eins müsste ich noch haben. Bin, genau. Dann müssen wir gucken. Navigating the world is a whole lot easier with a few different identities to choose from. Need me to come up with some for you? Es muss einmal noch, oder? War das nicht hier? Da. Also mit diesen Höhlen haben sie es echt. Wird leider langsam nervig mit ihren ganzen Höhlen, die sie ins Spiel bringen. Gibt die Udumbra der. Okay, irgendwelche Pflanzen müssen wir finden. Warte. Kann. Let's go gather some sample. Oh, das ist der neue Tanari. Tanari Voice Actor wurde komplett ersetzt. Ich weiß nicht warum. I hear everything. Here. See. Here. Ra. And shroud. See. Right now, emerge. Bitte bleiben Sie stehen. Right now, right here. Kann sie sonst nicht blitzen? One with the force. I'll uproot you. Okay, jetzt zeige ich mir auf jeden Fall da vorne was an. Gucken. Er zeigt mir das Erz. Okay, jetzt zeige ich das neue Erz auf jeden Fall. Ja, dann wird hier überall das neue Erz sein. Nicht gut. Moment. Es muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Der kommt ja nicht einfach random und sagt, zeig mir mal, gib mir mal dreimal die Pflanze. Ich gehe mal auf die Map. Da. Okay, warte. Ach. Ich werde verarscht. Okay. Merkt euch den Weg. Ich weiß nämlich nicht, wo es lang geht. Wir müssen.
hier raus. Tainari zeigt mir da oben was. Das wird wieder das Erz sein, oder? Denn mir sagt die Map auf jeden Fall, da unten ist was. Dass hier irgendwas ist. Und, Warte. Ja, okay. Man muss irgendwas Spezielles machen dafür. Das heißt wahrscheinlich... Busted. Erstmal die loswerden. Dann hier reingucken. Udumbara. Wie soll man denn das wissen? Der sagt dir einfach irgendwie so ein Knips, bring mir mal die Pflanze. Und dann, wenn du keine interaktive Map hast und das Ding am Handy spielst und gar nicht am PC und gar nicht dran denkst, dass es sowas gibt. Oh mein Gott, da suchst du dich ja zu Tode wegen drei so neuen Pflanzen, ey. Okay. Also, wir müssen dahin den Charakter da stehen lassen, indem wir ein bisschen eh länger gedrückt halten. Dann müsste das wachsen, ja. Dann hoch. Okay, und davon dann noch zwei. Und die sind alle hier verteilt. Also entlang der Schlucht hier oben. Dann gehen wir mal gucken. Danach hat man nur irgendwelche Erze da gezeigt. Wieder. Böser Junge. Aber dann ist das kein Upgrade-Material, ne? Dann ist das einfach nur so eine random Pflanze, die für die Quest da ist. Direkt neben uns. Praktisch. Oder unter uns? Unter uns. Unter uns irgendwo an der Wand. Ich guck mal. Da ist was anderes. Da. In die andere Richtung. Okay. Also mal gucken, das müsste diese hier sein. Okay, ich mir die mal schon gefunden. Muss das später nicht nochmal machen. Okay. Für diese Pflanzen. Warte. Also die beiden Punkte habt ihr jetzt gesehen. Hier wohl noch ein Punkt für die Pflanze. Hier so. Hier irgendwo. Und wo ist das? Hier irgendwo.
Dann sollen wir auf 6 Pflanzen kommen. Warte. 6 Pflanzen davon. Wenn wir Pech haben, brauchen wir alle 6. Na, ich würde sagen, dann holen wir gleich alle, ne? Falls irgendeiner von den anderen Pari auch nochmal 3 haben will, gucken wir lieber, dass wir gleich alle mitgenommen bekommen. So. Hier, ja. Ich bin doof. Warum bleibe ich nicht oben? Ich kann doch dann hinterher einfach runterjumpen. Und stehe denn auf der Pflanze drauf. Statt dass ich hoch muss. Nein! But the truth is still unknown. Ja, ich werde wohl doch hochklettern müssen. Also die Dinger zu finden, ja, glaube ich, hätte man auch so geschafft. Aber dann, wenn du noch nicht diese komischen Bäume gemacht hast, hast du keine Ahnung, wozu das Ding ist. Ist ewig im Inventar. Okay. Auch nochmal hier entlang. Das heißt, wir fliegen hier einfach weiter. Hier irgendwo vielleicht. Ich kann halt nur ungefähr die Location. Ja. Warte, da gehen wir hin. Andere sehen wir schon drüben auf der anderen Seite. Okay, ich wollte so ein 10-Minuten-Video machen, wo ich das schnell einsammel. Also die Quests von den Pari. Ja, war jetzt nicht ganz so schnell, wie ich das gerne gemacht hätte. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. Also gucken, irgendwo da. Guck mal, das wird auch immer angebetet oder angetanzt von irgendwelchen Gegnern. Okay. Ganz kurzes Kurzzeitgedächtnis.
Hier, nimm und sei zufrieden. Danke. Better than nothing. Jetzt. Nö. Okay. Maps. Map. Und die Webmap auch noch. Es sagt mir genau da soll noch was sein. Da soll noch was sein. Und hier oben drauf, glaube ich. Also, dass wir gehen da jetzt da nochmal hin zurück. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. Ja. Das Tor. Oder die Blume. Oder der Baum. Komisch. Ja, guck mal. Da. Okay. Hätten wir jetzt gleich nochmal loslaufen können. We'll need more where that came from. Also müssen wir gucken. Hier oben drauf und da oben. Das ist unten drunter. Muss ich jetzt wieder klettern? Also es sieht so aus, als wenn die beiden noch oben drauf sind. Auf jeden Fall. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. Also gucken, kommen wir hier Spielzeug? Nein, falsches Spielzeug. Nein, keine Aufladung. Verdammt. Muss ich das so machen? Ich hoffe, das ist nicht zu... Nee, das ist nicht zu schräg. Gut. Hätte zu schräg sein können. Und jetzt so... Stimmt.
ob wir es unten weitersuchen müssen. Weiter unten auf jeden Fall. Okay, umsonst hier hochgegangen. Ist das da? Lul, okay. Es wäre auch einfach hier vorne nur gewesen. Fliegen. Okay, Brudi. Let's go. Ja. Es ist schön, dass das Spiel immer zwei verschiedene Sachen sagt. Ey, du musst jetzt mit dem mitfliegen. Ey, du darfst nicht zu weit wegfliegen. Treasure. One way to draw your target out of hiding. So. Aber das ist doch nicht das, was wir schon gemacht haben, oder? Nee, das war da. War das nicht das, was wir da schon gemacht haben? Bin ich blöd jetzt? Ich gucke halt in zwei Richtungen. Es muss oben sein. Oder habe ich aus Versehen... Habe ich aus Versehen ein anderes gemacht als das, was ich markiert habe? Wäre möglich. Ja. Moment. Wenn ich das schon gemacht habe, wo ist dann... Das, was ich hier markiert hatte. Das ist das. Irgendwas kam mir schon so komisch vor bei der Map. Warte. Es ist im Untergrund, ja. Also das, was wir vorhin gemacht haben, das ist das. Und das, was uns noch fehlt, ist, wenn wir hier im Untergrund reingehen.
Naja, ich konnte halt nicht wissen, dass da zwei an derselben Stelle sind. Ich habe nur gesehen, dass da irgendwas auf der Map war. Aber nicht, dass genau daneben halt noch was ist. Nur irgendein paar Meter tiefer. Man soll da hinkommen. Aber hier kommen wir nur zu dem... dem dahin, aber man soll auch dahin kommen. Moment. Sagt mir das und das. Das ist um, das ist das. Das ist... Hä? Ich verwirr mich gerade selber. Sorry. Haben wir 10 Stück. Hm... 9. Okay. Nee. Oh Gott. Ich bin komplett im Kopf. Ich bin komplett... Kopf ist Mitsche. Hier oben ist... Ich nicht zählen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da oben ist das letzte. Ich habe es nicht gesehen, weil ich so toll rangezoomt war. Okay. Ja. Take it easy. Hätte ich das mal auch mitgenommen, als wir hier die Tür für die Questline gemacht haben, dann hätte ich das wenigstens gleich gewusst. Auch wieder Fragmente sammeln, okay. Also noch weiter. Nur so zum Gucken. Nein. Turbo. Okay. Jetzt haben wir praktisch das Finale von der kleinen Questreihe. Wir müssen mit den Sachen, die sie uns da gegeben haben, wahrscheinlich irgendwas noch anstellen.
waren ja die, die sich geopfert hatten, um das aufzuhalten, nicht mehr genug Energie hatten für sich selber. Den haben wir jetzt geholfen. So, Diocyaniden, okay. Ich habe die 10 noch. Im Inventar. Kann sein, dass wir da irgendwas anderes noch anstellen müssen. Werden wir sehen. Aber erstmal das Video, wie man die 10 Dinger bekommt, wo die Locations sind und dass man halt noch 6 komische Pflanzen dafür sammeln muss. Bis dahin. Ciao, Leute.